Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, mein kleiner Süßer, man kann sich auch das Gesicht zu viel abschlecken. Ja, es ist Freitag und Freitag ist... Oh, wir haben heute Palmfreitag. Nee, wie heißt der Freitag? Karfreitag. Trinkt nichts und nimmt keinen Alkohol. Ja. Nee, nehmt kein Alkohol zu euch und kein Fleisch. Das ist die wichtigsten Regeln bei den Katholiken am Karfreitag. Das heißt, dann ist ja dann übermorgen Ostern. Ja, cool. Ich krieg meine Amiibos. Ich habe sie nicht diese überteuerten gekauft. Das sind welche, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Die waren billig. Und es war, ja, vegan. Voll das Video vom Mittwoch kaputt gemacht mit nur einem Satz. Ja. Ja, aber ich bin heute hier, weil ich euch was erzählen wollte. Oder besser gesagt, euch mal ja, in etwas einweihen. Bei mir ist es gerade so, dass ich durch diese ganze Geschichte mit meinem Mac und dem ganzen Stress und allem hat sich mein Schlafrhythmus extrem verändert. Ich bin jetzt im Moment ist der Stand der Dinge, ich gehe so zwischen 0 und 1 Uhr ins Bett und stehe dann um zwischen 8 und 9 Uhr auf. Manchmal auch schon um 6, das kommt immer drauf an, je nachdem. Und ja, dadurch bin ich jetzt aber eben tagsüber wach, was für mich eine ganz komische, neue Situation ist. Und da dachte ich, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie es das ist. Wundert euch übrigens nicht, wenn das Video ein bisschen wirkt wie... Ich hätte auf die Speed-Taste gedrückt. Ich habe keinen Akku mehr. Und im Gegensatz zu anderen YouTubern, die Kameras benutzen, drehe ich immer noch mit einem Handy. Gut, also. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist natürlich, ich kriege viel mehr Licht ab. Und das macht unglaublich Kopfschmerzen. Ja, ist nicht so dolle. Die zweite Sache ist, meine persönliche Welt, also alles, was bei mir, was mir wichtig ist und was ich so gerne mache, findet halt leider erst zwischen 23 und 8 Uhr statt. Und das heißt für mich im Klartext, dass ich gerade unglaublich viel Langeweile habe. Ja, ich kann es nicht anders sagen, aber mir ist dauernd langweilig, weil ich eben nichts zum Tun habe. Und selbst das Internet wirkt für einen sehr leer, wenn man nicht die Dinge tun kann, die man gewöhnt ist. Und ja, das ist doof. Und ja, sehr doof. Ja, die andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, mein Hase ist wirklich gerädert. Ja, der ist gerädert, weil für ihn ist das natürlich auch eine komplette biologische Umstellung, weil er ist ja eigentlich auch eher nachtaktiv gewesen. Der einzige Vorteil daran, dass er jetzt gerädert ist, man kann gerade alles mit ihm anstellen. Es ist fies, aber es ist wirklich so. Also er lässt sich gerade sehr leicht verknuddeln. Ist ein Pro. Ja. Ein anderes Pro, wo ich sagen muss, ist, ich komme endlich zu Sachen wie Einkäufen oder Aufräumen oder solche Sachen, wo ich dann einfach früher bis jetzt gar nicht die Zeit hatte, weil es einfach so dunkel war oder weil Mom schon im Bett war oder ja auch Dad und ich die nicht wecken wollte, weil es wäre ja doof gewesen, wenn ich irgendwelches Zeug rumräume, so rumpel, rumpel, rumpel und die beiden da daneben schlafen sollten. Ja, habe ich nur einmal gemacht. Oh, war ich müde. Entschuldigt. Weißt, das ist so der Nachteil. Wenn man uns einmal anspricht, dann letzt muss ich hin. Ja, die andere Sache ist natürlich, durch das, dass mir so langweilig ist, stopfe ich gerade meinen Tag mit allem voll, was geht. Leider Gottes auch mich. Ich fress wie ein Scheunendrescher aus Langeweile. Zum Glück nicht so viel, dass ich sagen müsste, es ist erschreckend, aber ich esse mehr. Und das ist nicht so unbedingt vorteilhaft, wenn man gerade versucht abzunehmen. Ja. Contra. Pro, meine Mutter hat gemeint, ich soll mich an den Rhythmus gewöhnen, weil es wäre der Rhythmus der Kinder. Und wenn ich Kinder haben möchte, dann müsste ich mich an diesen Rhythmus gewöhnen. Und schon will man keine Kinder mehr. Entschuldigung, aber den musste ich jetzt bringen. Nein, ist immer noch da, der Wunsch. Aber wenn sie das so gesagt hat, in dem Kontext, ja.
Was gibt's noch? Ich bin gerade ein unglaublicher Nervenzwerg. Ich rufe meine Mutter an, ich rufe meinen Vater an, ich rufe meine Opa und Oma an, ich rufe meine Babette an, ich rufe meine Mutter an, ich rufe meine Oma an, ich rufe Papa an. Es ist einfach so, wenn ich nichts zu tun habe, muss ich bespaßt werden. Und das kriegen gerade alle so zu spüren. Ein weiteres Pro ist, ich sehe mehr Verwandte. Also die kommen ja zu unter Tag zu Besuch und da sieht man die dann mal. Muss man das haben? Entschuldigung, aber die Frage stelle ich mir. Ja, also für mich ist im Moment so, weil die Lichtverhältnisse noch okay sind, weil es bei uns gerade ständig regnet und dunkel ist, dass es noch in Ordnung geht. Aber natürlich bin ich gespannt, wie es dann ist, wenn die Sonne rauskommt und es richtig grell wird. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was ich natürlich sagen kann, ist, ich fühle mich fitter. Ich fühle mich unglaublich viel fitter. Also ich habe einen unglaublichen Elan. Ich meine, früher war es so, ich war schon müde, nachdem ich das Geschirr abgespült habe. Jetzt ist es so, ich spüle das Geschirr ab, dann koche ich ein Mittagessen, noch ein Mittagessen für morgen, einen Kuchen und dann nochmal das Geschirr abspülen. Und dann habe ich immer noch die Energie, noch schnell das Leergut für uns ins Treppenhaus zu bringen. Und dann liege ich aber flach. Wir wollen jetzt nicht die Illusion aufwecken, dass wenn man früher ins Bett geht, dass es dann alles besser wird. Ja, aber für mich ist das jetzt gerade eine interessante Selbstversuch und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wann ihr denn so aufsteht. Was für euch so total der komische Gedanke wäre, wann man aufsteht oder wann man zu Bett geht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder ein E-Mail an die bell.treatmentoutlook.com. Es tut mir leid, dass das Video so kurz ist, aber mein Akku ist leer. Echt leer. Ich meine, ich habe nur noch 5%. Ich bin jetzt gerade, ich cruise auf 5%. Also bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.